Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Gabi, unserer lieben Kamerafrau. Hallihallo zusammen. Boris vom Wildenburger Land, unserem wilden Budelpointer und meiner Wenigkeit Ueli. Und zwar heute möchten wir euch so ein Filmchen zeigen von der Produktion von unseren Felddummies. Und zwar aus Hasenbalg oder aus Kaninchenbalg oder aus Rotfuchsbalg. Wie wir das herstellen und wie wir es TÜV prüfen, bevor das in den Einsatz oder in den Shop kommt, das möchten wir euch gleich zeigen. Aber zeigen, wie wir die herstellen und wie sie TÜV geprüft werden, erklären wir natürlich ganz, ganz gerne, wieso die drei Dummies, wieso die Größe und wieso so hergestellt oder produziert. Ganz wichtig bei diesem Filmchen, es nimmt nicht alles ganz, ganz allzu ernst. Wir haben da ein paar Sessions drin, wo wir da auch ein bisschen Blödel eingebaut haben, gell, Boris? Und das ist ja sonst gar nicht unsere Art, gell? Wir sind ja sonst immer so ernst und konsequent und präzise und klar im Timing von Lob und Tadel, gell? Mhm. So. Also. Das mit Kaninchenfell, das Dummy habt ihr schon gesehen, das sieht man aber auch ganz gut vom Einsatz her, es ist schon richtig voll versabbert. Das ist meiner Meinung nach einfach wirklich, hat einzig die Bedeutung zum Belohnen. Stressabbau, ein Kämpfchen, ein Spielchen machen, das kann man benutzen zum Abrufen oder zum Bleiben. Oder für in ein schnelles Platz oder Down zu befehlen und dann anschließend zu bestätigen und. Ganz, ganz für viele Dinge kann das benutzt werden. Dann haben wir hier das Foxy, Felddummy Foxy. Genau dieselbe Größe, aber hier hat es natürlich schon den Effekt, dass der Hund lernt, mit diesem Geschmack vom Fuchs umzugehen und den auch positiv abzuspeichern. Also man kann den natürlich, wie selbstverständlich auch das Kaninchen, irgendwo verstecken, suchen lassen, greifen lassen und oder zurückbringen lassen und den Kampf oder halt einfach den Hund hier irgendwo platzieren und dann bestätigen. Dann der nächste, der ist noch ein bisschen so vielseitiger. Das ist wirklich, selbstverständlich ist das auch aus echten Pelz oder aus einem richtigen Tier, aber hier ist es eigentlich eine Seltenheit. Das ist Feldhase, original nur so präpariert, dass es dann auch brauchbar wird von der Witterung her. Also man kann eine Schnette ziehen. Der Hund lernt somit schon mit Hasenwitterung umzugehen und speichert natürlich bei jedem Kampf, bei jedem Spielchen die Witterung ab. Die sind so richtig heiß auf das. Man kann sogar Vorstellungen an der Reizangel machen mit diesem Teil und. Also wirklich grenzenlos. Das hier zum Produkt selber. Dass es so klein ist, hat eigentlich nur den Effekt, dass man es auch irgendwo mitnimmt und in die Tasche steckt und so arbeitet mit dem. So, wir haben da ein wunderschönes Kaninchenfell. Kaninchenfell im Winterpelz, unglaublich schön und robust, und zwar habe ich vorher die Haut so gut es geht selber geliedert. So. Oh, ist wunderschön, gell? Mhm.
kann sein, dass es auch hier auf natürlicher Basis geliedert, zuerst eingesalzen, dann präpariert. Mit, früher hat man das mit Hirn gemacht, jetzt ist das mit Eigelb und einem Öl, das mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat, glaube ich. Gibt es dann so eine Rezeptur und dann wird halt immer wieder gepflegt und poliert und geputzt und geschrubbt, bis es dann so ausschaut. So, jetzt nehmen wir ein Leder, das ungefähr so 2 mm dick ist, Wildlederseite, glatte Lederseite, und schneiden mit der genau selben Schablone ein Stück Leder da uns frei. Wow. So. Wunderschön, hä? Und nähen das dann so zusammen, so dass es viel robuster wird als Beißdummy, als Beißwürstchen, so zum Kämpfen und Zerren. Wird aber dann alles noch TÜV geprüft, ob es wirklich hält. Dazu kommen wir aber später noch. So, ihr könnt jetzt dabei sein, wie ich es versuche, das Felddummy Rabbit zu produzieren, oder beziehungsweise alles, die drei Teile zusammenzunähen. Das ist selber geliedert hier. Super, super geworden, finde ich. Schön beweglich, robust, widerstandsfähig. Aber zur Sicherheit nähe ich da noch ein Stück Leder drauf. Und natürlich dann noch der Griff. Also das alles jetzt hier gleich. So sollte das eigentlich unglaublich robust werden. Augen auch eine super, super Größe, so dass es in jede Tasche passt und trotzdem schon den Effekt bringt von einem super Motivationsgegenstand. So. Für jede Situation und für jeden Hund. So. In den Haaren sieht man manchmal gar nicht so genau, wo das man näht. So. Thank you.
perfekt. Jetzt hier ist die Öffnung noch frei, um das zu stopfen. Und das machen wir gleich. So, jetzt habe ich das gestopft mit Sägespänen oder so mit Halmen. Und so hat es so ein bisschen einen fixen, festen Körper. Und wir können es jetzt hier auch fertigstellen, also beziehungsweise zunähen, dass da nichts mehr rausläuft. Fertig ist das wunderbare, schöne Feldami Rabbit. So, und jetzt, wenn das fertiggestellt ist, das wunderbare, schöne Feldami, als Motivationsgegenstand, wird es und muss es natürlich TÜV geprüft werden, wie jedes Produkt, das wir herstellen. Jedes Produkt wird von uns, beziehungsweise, das verraten wir aber noch nicht, TÜV geprüft. Bis gleich. Also, wie versprochen, hier die TÜV, die TÜVs, und ich gehe jetzt mit meinem Feldami da zur TÜV. Und da wird alles überprüft. Zuerst vom Griff her, ob das überhaupt passt, ob man das tragen kann. Ja. Ja, super. Und eine TÜV ist ja nur so gut, wenn sie doppelt geprüft wird. Du bist fast schon dran. Oh mein Gott, das ist aber schön. So, und das ist eigentlich die erste Stufe von der TÜV-Überprüfung. Super. So. Das muss natürlich doppelt geprüft werden. Das ist jetzt ein bisschen eine freche Frau TÜV. Ja. Sie probiert jetzt noch so ein bisschen, ob es vom Kaueffekt her auch passt. Stimmt. Ja, Gabi, was sagst du da dazu? Vermutlich war die TÜV-Überprüfung ganz streng jetzt so mit. Ist halt eine Frau. Deshalb ist auch immer ein männlicher und ein weiblicher TÜV. Wow, super. Jetzt hat es sich nicht von der ganz besten Seite gezeigt. Aber für die zweite Phase von TÜV-Überprüfung ist dann Zuza wieder ein bisschen so. Ein bisschen so besser. Und die kommt gleich. Jetzt kommt natürlich der Elchtest. Also jetzt wird die Reißfestigkeit überprüft, ob das, was ich da genäht habe, auch hält und da auch nichts kaputt geht, auch noch 1000 Mal gebrauchen. Also eigentlich müssten wir noch so eine Langzeit-TÜV machen, aber das vielleicht ein andermal. Jetzt machen wir einen Kurzzeit-Reißtest-TÜV. Oh, ja. Genau, und dann muss ja die Schlaufe schön elastisch bleiben, es darf einem nicht Schmerzen in den Händen auslösen. Oha. Oh. Und Zuza greift da extra übertrieben stark zu. Oh. Und macht den Fang richtig zu, sodass da alles kaputt gehen könnte, wenn ich es nicht so super genäht hätte. Und aus. Oh. Die TÜV war vermutlich noch nicht ganz fertig. Ne?
Jetzt gibt es die erste Kontrolle, ob da alles noch dran und drin ist. Ja. Sie nimmt ihre Arbeit ernst. Sie nimmt ihre Arbeit ernst. Und jetzt wird auch richtig gezerrt und gerissen. Wow, jetzt. Das war vermutlich ein Fehler vom TÜV selber. Jawohl, jawohl. Und jetzt wird mir gezerrt. Was das Zeug hält. Jawohl, jawohl. Also, sie ist zufrieden. Ich glaube, das war erstinstanzlich. Nein, ich gebe noch eine Runde. Eine unbewilligte. Eine Nachprüfung sozusagen. Beiseite, ist natürlich eine geniale Geschichte, so einen Hund zu belohnen, zu beloben, nicht immer mit Futter, sondern halt auch mal so mit einem Felldummy selber hergestellt, hat natürlich durch das noch die Witterung vom Tier und man sieht hier auch, wie unglaublich viel Spaß die Hunde haben, wenn sie sowas machen können. Man kann es in jeder Tasche versorgen, kein Problem. Und hat es immer zur Hand, wenn man den Hund belohnen möchte, aber kräftig belohnen möchte, Stressabbau machen möchte. Das war meine Hand. Aber ich habe es noch gemerkt in den letzten Sekunden. Warte. Sitz. Und? Gibt sie in drei Sorten, also ich zeige die dann euch ganz, ganz gerne noch. Feldhase, Rotfuchs und Kaninchen, Hauskaninchen. Wenn jemand einfach nur benutzen möchte zum Belohnen, dann genügt natürlich das Hauskaninchen ohne weiteres, weil man kann da ganz viele coole Übungen machen mit diesem Feldami. Darauf kommen wir natürlich später noch. Aber jetzt geht es erstmals weiter mit dem männlichen TÜV, ob der das auch so gut macht. Und vielleicht müssen wir noch einen Beirat beiziehen. Also, man hat gesehen, Zuza TÜV hat es sehr ernst genommen, fast zu ernst. Der Gehorsam ließ dann auch ein bisschen so zu wünschen übrig. Und sie ist so schon fast so in eine Euphorie. In einen Rausch gekommen. Jetzt Skrüten-TÜV. Wollen wir mal gucken, ob der noch handelbar ist mit, während der Überprüfung da? Jawohl! Oh. Genau. Oh. Der Rabbit hat ihm entweichen können. Ja, genau. Oh. So, so. Aus. Ja, super! Ja, also er ist noch handelbar. Das ist cool. Oh. Und. Bis jetzt hält auch alles. Genau. Das hier, die Schlaufe, die wird immer ein bisschen wie länger, aber das ist nichts Schlimmes, dann passiert nichts. Aus. Hä? Jawohl! Oh, super. Und ich belohne auch schon so ein bisschen, indem, wenn der Hund ausgibt, belohne ich ihn durchs Wiedergreifen dürfen. Aus. Hä? Aus. Also, dann wird das Aus auch meistens immer ein bisschen besser und sonst wird es immer ein bisschen wie schlimmer, wenn man immer mit der Beute weggeht nach dem Aus. Also, wiedergeben ist ein guter Plan. Ja, du bist super TÜV. Du bist super TÜV. Ja, genau. Super. Super. Aus. Aus. Unsere Hunde kauen sonst gar nicht auf einem Beißdummy herum oder auf einem Felddummy,
Aber das müssen Sie natürlich jetzt, um das alles zu überprüfen, ob das wirklich funktioniert, hält und geht. Also deshalb. Nein, die Wahrheit ist natürlich das, hier bei einem Feldami, das hat ja nichts mit Apportieren zu tun, also ist hier auch nicht schlimm, wenn der Hund wirklich da reinpackt und reinbeißt. Wir wollen ihn ja Stressabbau machen lassen, wir wollen ihn ja belohnen und wir haben hier halt einfach ein super, super Instrument. Das kann man ganz gut in den Sack stecken und wieder zum Vorschein nehmen und auch ganz viele coole Arbeiten machen mit dem. So. Wie zum Beispiel das Bleib auf dem Block. Oh oh. Genau so nicht. Jawohl. Wenn und der Vorteil ist natürlich das, dass man immer wieder beim Hund selber die Bestätigung gibt. Oh, super. Dass er belohnt wird für hier zum Warten. Das ist nur so ein Beispiel, aber da kommen wir in einem der nächsten Filmchen sowieso noch ganz intensiv darauf zu sprechen. Aber das hier ist ja nur die Produktion und die TÜV-Prüfung, was wir heute in diesem ein bisschen so nicht ganz ernstzunehmenden Filmchen zeigen. Aus. Komm mit. So, ich hoffe, ich konnte euch das eine und das andere aufzeigen mit unserem Superprodukt, das ihr auch in unserem Shop findet, mit diesen Feldamis, Rabbit, Hasi und Foxy. In dem Sinn wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Anschauen vom Filmchen. Macht's gut, bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi, ciao, ciao. Tschüss.